Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Witcher 3 Wild Hunt. Beim letzten Mal sind wir im Kampf gegen Karanthir stehen geblieben von der wilden Jagd. Wir haben die wilde Jagd das letzte Mal beschworen mit dem Sonnenstein, den wir die Parts davor geholt haben. Und jetzt müssen wir uns gegen den behaupten. Siri hat schon mal einen Teil geleistet. Wir sind beim letzten Mal zweimal gestorben. Mal schauen, wie es jetzt klappt. Ausweichen klappt auf jeden Fall gerade. Aber ich möchte eigentlich mehr in dem Part schaffen. Deswegen schauen wir mal, dass wir den jetzt so gut wie möglich platt machen. Alter, der ist aber auch stark. Dieses Einfrieren ist halt echt ein bisschen frech. Habe ich schon gesagt, falls ihr den letzten Part verpasst habt über sie, kommt ihr da hin. Au. Ich bin fast schon wieder tot. Nicht schon. Ich bin schon wieder tot. Okay. Jetzt aber richtig. Jetzt sind wir drin. Jetzt schauen wir mal, dass das was wird. Hier macht mir echt der Schwierigkeitsgrad, glaube ich, auch ein paar Striche durch die Rechnung. Das ist ja... Ich bin ausgewichen eigentlich. Das ist ja der 1 vor Todesmarsch. Puh, das konnte ich noch... Wo bist du? Ich sehe den manchmal auch. Ach nee, da kommt wieder der Troll. Kann ich irgendwie... Nee, der visiert automatisch an. Jetzt visiert er den Eisgolem an. 2, 3, 1. Oh, das. Ah, nur. Ah, der ist aber noch nicht weit. Au. Nein, nein, nicht. Also, der Troll darf mich bloß nicht treffen. Das wäre unangenehm. Hi. Oh, jetzt kommt der wieder. Ah, weg. Renn doch, Geralt. Irgendwie komme ich hier mit der Steuerung nicht so klar, wie ich klarkommen sollte dafür. Ah, habe ich Schaden bekommen? Wo ist denn der Typ? Ah, der holt wieder. Natürlich. So, das klappt. Wo ist er? Ah, ja, na klar, hinter mir. Warum denn auch nicht? Oh, wie ich das ausweichen konnte? Nein, ich will doch nicht die. Alter. Ah, das Spiel. Hi. So, wo jetzt? Jetzt bist du da. Nee, nee, weg. Wo ist er da hinten? Der hat seinen eigenen Golem getroffen. Nice. 1, 2, 3, 4. Und abhauen. Natürlich. Jetzt, wo ich da bin. Aha, ich sehe doch nichts hinter mir. Seit wann habe ich da Augen? So, bitte. Ah, natürlich geht er. Jetzt holt er neuen Golem. Der ist aber auch nicht wirklich mutig. Also dafür, dass es... Au, ich hätte, glaube ich, einfach rennen sollen. Dafür, dass das der, ja, der Typ von der schwarzen, wilden Jagd ist. Von der schwarzen Jagd. Bottet er sich dauerhaft weg. Wie so ein kleiner Loser. Und ich muss dem hinterher. Oh. Ja, da umrunden wir, glaube ich, hier einfach. Oder wir lassen den mal kommen. Na komm, du portest dich doch sicher. Oder? Nein, nicht Geralt stehen bleiben. Oh, Geralt. Ah, oh, jetzt haut er ab, ne? Oh, ich muss heilen. Hilfe. Ich bin fast tot. Wo ist er? Nein, nein, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. So, mal kurz seine Golems wegmachen. Ich warte mal ab. Ja, neuer Trank. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Den sollten wir nutzen. Kannst du nochmal deine... Ach. Warum bleibt Geralt stehen? Also das Movement... Habe ich noch nie als so störend empfunden wie jetzt hier. Ah, jetzt bin ich vereist. Das heißt natürlich einen Moment warten. So, seine Golems hat er jetzt tot gemacht. Sehr gut. So, Karanthir. Und auch immer nur 2 Hits. Weil er ist ein Versager. Ja, schaffen wir es jetzt? Ah, komm. Ah. Oh, er haut nicht ab. Habe ich ihn festgeglitscht?
Ich hab's. Ich glaub's ja gar nicht. So, wir müssen schnell auftauchen. Was ist denn B? Das ist B. oder gibt es irgendwo Luftblasen? Ich glaube einfach nach oben nur. Nur nach oben. Boah, das war ein immenser Kampf. Also ich bin froh, dass wir es dann doch so schnell geschafft haben. Also, ja, bin überrascht. Aber ich freue mich. So, glaube ich, kriege ich in der Aufnahme, also in der Aufnahmesession für mich, das Spiel vielleicht durch. Mal schauen. Hoffen wir mal, dass Siri es geschafft hat. Oh, wir sind wieder voll live. Verfluchte Scheiße! Das ist unsere Chance. Das heißt, wir müssen jetzt mal ein bisschen helfen. Ach Gott, jetzt, ja. Jetzt glaube ich, werde ich unkonzentriert wegen dem Kampf gerade eben, aber man hat ja hier immer nur. Au, 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 au. Okay, meine Tränke sind auf jeden Fall nicht aufgefüllt worden. Wie frech. Oh, ich hätte auch noch gerade das Schild nehmen können. Das habe ich ja beim letzten Mal. Okay, ich muss mal ein bisschen aufpassen. So. Moment. Ohoho, ich habe kaum Leben, wollte ich sagen. Ja gut. Ja gut, ich glaube, jetzt sieht das Spiel nochmal schwierigkeitsmäßig ein bisschen an, habe ich das Gefühl. Aber wir werden das schon hinkriegen. Langsam, aber stetig. Ich glaube, so mit den schlimmsten Kampf haben wir auf jeden Fall geschafft. Ich könnte wahrscheinlich auch einfach... Ach ja, ich könnte einfach durchrennen. Die Mission ist gern an Bord der Nagelfahr, also das Schiff der wilden Jagd. Müssen wir... Hä, ich hab den... Au, da kommen jetzt natürlich alle. Ach ja, ich habe einen Trank nur wieder. Ich nehme mal Igni. So mache ich noch ein bisschen Schaden zumindest. Okay, da ist... Wo ist denn der? Okay, ich renn mal durch. Ich wünsche euch was. Macht's. Oh Gott. Junge, was ist denn das? So, mal kurz weg. Kommst du wieder angerannt? Na komm. Und jetzt blockt er wieder. Die sind echt nervig. So, jetzt habe ich alle. Kann ich ja... Ach, da geht's weiter. Okay, ich geh durch. Ich gehe durch. Wahrscheinlich soll ich das gar nicht machen. Hallo, Krieger der wilden Jagd. Okay, der hat ja gar nichts drauf im Gegensatz zu seinen Hunden. Dann geht's hier oben drüber. Hjalmar, hast du Ciri gesehen? Bei der Nagelfahr. Ach nein, was macht die denn da drauf? Die will wahrscheinlich Rache nehmen, aber... Das halte ich für keine gute Idee. So, lass mal durch. Okay, mal halt nicht so viel aus, mal gar nicht.
Ich hab's. Okay, jetzt kommen diese komischen Hunde wieder. Ich hätte einmal meditieren sollen. Hund der wilden Jagd, der ist jetzt aber vom Level niedriger. Aua, natürlich trifft er mich. Na? Okay, perfekt. Der ist tot. Der auch. Au, natürlich. Na? Ich, also... Irgendwie, die Hunde nerven mich am meisten. So, ah ne, du bist gar kein Feind. ich gehe hier mal vorbei. Ach, Zwischensequenz. Oh nein. Irgendwelche letzten Worte. Halt's Maul und kämpf! Du hattest deine Chance. Sir, ich hatte gehofft, dass du kommen würdest. Warum? Ich möchte dir etwas sagen. Aber erst später. Wenn du im Sterben liegst. Och nee, da geht's direkt weiter und ich habe keine Tränke. Ja, wie machen wir das denn? Ah, erstmal gucken, was kannst du? Bist du genauso ein Feigling? Du bist genauso ein Feigling anscheinend. Okay, okay, das ist ein ziemlich fieser Angriff. Da kann ich nicht reinkontern. Der portet sich immer hinter mich. Au. Okay, das ist ja ein nerviger Kampf. Aua. Na klar. Zweimal direkt porten, nochmal porten. Die Kamera macht es aber auch gerade nicht angenehmer. Okay. Wo sind wir jetzt? Dem weiche ich mal gekonnt aus. Genauso wie dem nicht. Okay. Wäre das ein Strahl gewesen, dann hätte es geklappt. Das ist ja... Müssen wir nochmal... Okay, wir müssen nochmal von Anfang an. Na klar. Ich will auch viel. Trifft er immer mit seinem... Mit seiner Porterei? Warum kann ich die auch... Also die Bosse auch nie fixieren? Na klar, also dieser Fußtritt ist ja das Lächerlichste. Na klar.
Na klar. Vielleicht noch was, Eridir. Aber dieses, also der starke Angriff zu halten, der lohnt sich hier auf jeden Fall. Ah, na klar. Ach, guck mal, das Portal kommt. Wir haben, glaube ich, ein bisschen mehr Leben, aber ob das besser ist, ich weiß es nicht. So, Eridin zieht erstmal ab. So, ich unterbrechen. Ach ja, klar, der unterbricht mich erstmal. Klar. Kommt er wieder? Was macht er? Wo ist er? Okay. In der Zeit kann ich zumindest ein bisschen heilen. Und gleich kommt der wahrscheinlich. Sie haben dich im Kernmodell gut ausgebildet. Danke dir. Jetzt kommt er wieder damit. Er hat nur so Rennattacken, oder? Bringt das was? Ich könnte mal, da der ja immer mit der Scheiße kommt, einfach mal Schutzschilden. Vielleicht bringt das was. Das hält ja ein bisschen. So zum Beispiel. Hilfe, renn, Geralt. So, jetzt lassen wir ihn wieder kommen. Au, ja, so nicht. Das war nicht gemeint mit kommen lassen. Wie ich da getroffen habe, frag nicht. Ach, jetzt kommt er damit wieder. Aber ich kann das anscheinend auskontern, wenn ich ihn treffe. Okay, der macht mich gleich platt. Nochmal ein Schild. Was macht er? Okay, zaubern. Das ist gerade das Beste, was er hätte machen können, glaube ich. Für mich. Ah, cool. Na klar. Ah, klar. Fühl mich verarscht. Okay, diesmal, beim nächsten Mal muss ich direkt von Anfang an mit Schild spielen. Das ist... Ah, gut. Das ist ja heftig. Oder geht, also ich mach halt nicht... Ich kann noch mal gucken. Im Inventar, wir haben doch bessere Waffen gehabt, oder? Nehme ich Silber. Keine Ahnung, ob das hier gut ist. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall die besten Waffen, die wir... Aha. Ich würde die Chance auf Bluten vielleicht eher mitnehmen. Ja, Rüstungsdurchbruch, ich weiß halt nicht. Ist das hier sinnvoll? Nehmen wir mit. Die legendären Sachen kann man ohne Probleme mal mitnehmen. 21, 10, da ist 21 besser. Nehmen wir die mal mit. Haben wir auch noch Schuhe? Ah, da oben. 11, naja, nimmt man mit. Sieht auch gar nicht mal so scheiße aus. Ach ja, ja, cool, danke, Geralt. Welches? Okay, Silber. Wir haben wirklich Silber gebraucht. Das ist der Best Case gerade, weil da hatten wir ja das bessere Schwert. So, Eridin. Hier kriegst du gleich die starken Schläge ab. Hier kann ich es mir erlauben und ich muss gleich nachheilen. Au, nein, so doch nicht. Der tritt hier aber auch. Hast du es jetzt bald? Ey, ach, jetzt kommt schon das Portal. Okay. Diesmal haben wir deutlich mehr Leben. Das hat vielleicht mit der Rüstung doch was gebracht. Die war doch schon deutlich stärker als die Level 20 Rüstung, die wir noch hatten. Vielleicht hätte das mir auch vorher was gebracht. Na, wer weiß. So. Na, komm.
Na klar, hau wieder ab. Winkel, also die wilde Jagd verhält sich wie so ein Loser. Die sind mir die ganze Zeit hinterhergekommen, um mich zu kriegen. Und jetzt, wenn sie mich haben im Kampf, hauen sie nur ab. Das ist doch lächerlich. Wer sollen die ernst nehmen? Au, ja, das habe ich geahnt, dass das Ding da explodiert. Der macht dasselbe wie wir. Boah, da konnte ich gerade Kombos landen. Nein, ich muss immer dann in die andere Richtung ausweichen. Au. So, gut. Zumindest während der sich wegportet immer, kann ich mein Schild aufladen. Was zum Teufel? Geralt ist erstmal wieder stehen geblieben, natürlich. Da lief's gerade so gut. Und dann macht er mich One-Hit mit was für einem Move auch immer? Ja, komm. Natürlich. So. Au. Erstmal weg. Wenn ich nicht weiß, was er macht, abhauen. Jetzt kommt das Portal und wir haben kein Leben verloren. Ich werde besser. Oh, wobei, haben wir jetzt gerade noch die bessere Rüstung überhaupt an? Nee, ich wechsle zumindest mal die Waffe. Inventar. Weil die, glaube ich, schon einen deutlichen Unterschied macht. 91 mehr. So, Geralt, wie wäre es, wenn du jetzt rennst? Ja, natürlich haben die mich gut ausgebildet. Meinst du, die lassen jeden los? Wahrscheinlich meint er das sogar. Au. Cool, danke, dass ich auch nochmal treffen durfte. So, das. Wo bist du? Ah, da. Ja gut, ich habe zumindest getroffen. Na komm. Wo bist du? Da. Mhm. Ach, ich weiß nicht. Es läuft nicht so wie gerade. So, Geralt, wie wär's, wenn du jetzt dich bewegst? Wär cool. Finde ich. Ah, jetzt kommt der wieder da. Wo ist er jetzt? Da. Oh Gott, das war aber close. Kommt da noch was? Ja. So, Eridin. Oh, jetzt haut er. Wehe, das ist wieder das Ding, was mich hier One-Shot macht. Ah ne, das ist was anderes. Macht zwar auch gut Schaden, aber es ist was anderes. Au, wehe, jetzt macht er mich noch. Also wenn er jetzt wieder irgendeine One-Shot-Scheiße landet, dann war's das aber, dann ist hier Projektende. Au. So. Hä, der lebt noch? Nee, doch nicht, oder? Hilfe! Dünnes Eis? Tschüss! Muss heilen. Puh, das war's.
hast mir also was zu sagen. Avalach hat uns beide hinters Licht geführt. Er hat uns beide gegeneinander aufgehetzt und ist mit Cirilla verschwunden. Ich glaube dir nicht. Ciri. Was? Ich dachte, du weißt das. Ich weiß nur, dass Avalach uns vielleicht verraten hat. Was? Ein Unwetter? Geralt, schau! Was zur Hölle ist das? Ich kann es ja kaum glauben, aber das Tor zwischen den Welten ist offen. Wir müssen den Turm erreichen, schnell! Und Avalach aufhalten, solange das noch rückgängig gemacht werden kann. Was erwartet uns dort? Boah, ich muss sagen, ich bin immer noch am Schwitzen, diese Kämpfe gerade. Diese beiden hintereinander, das war krass. Aber was erwartet uns dort? Was werden wir dort finden? Wenn man den Folianten Glauben schenken kann, werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Schwerkraft, Zeit. Und Vic wird komplett auf den Kopf gestellt. Du übertreibst doch, oder? Kein bisschen. Die Sphärenkonjunktion hat begonnen. Die Welten, sie sind ausgerichtet. Sie durchdringen sich gegenseitig. Avalach könnte das ausnutzen und die Enelle herbringen. Oder Schlimmeres. Dann immerhin wissen wir, wo Ciri ist. Ja, aber wir müssen unbedingt dahin. Wenigstens wissen wir, wo wir Ciri suchen müssen. Komm mit und sei vorsichtig. Das machen wir. Boah, aber erstmal einen Moment meditieren, zumindest mal kurz. Das kannst du jetzt nicht tun. Ciri, danke, meine Tränke. Was glaubst du, will Avalach von ihr? Oh, wir haben wieder alle. Das Gleiche wie er, schön. Den nehme ich an. Er will sie benutzen, um ein Tor zwischen den Welten zu öffnen. Scheiße. Ein Erdbeben? Wir müssen uns beeilen. Okay, das sind unsere Leute. Verdammt! Das Schiff zerbricht jeden Moment! Ja gut, das ist jetzt gerade nicht das größte Problem, sage ich mal. Wir rennen einfach. Boah, wie krass inszeniert ist aber das Finale. Also bis auf die zwei Bosskämpfe, die mich echt in Schwitzen bringen. Oder gebracht haben, besser gesagt. Besser gebracht haben. Ist das hier echt schon nice. So. Ist ein Witz, oder? Wieso passiert mir das immer? Naja, ich würde sagen, da wir eh am Ende des Parts sind, machen wir beim nächsten Mal weiter und ich weiß gar nicht, ob der nächste dann vielleicht der letzte schon ist. Erstmal natürlich, bis die DLCs dann kommen, aber da gibt es ja ein kurzes Projekt dazwischen drin. Ich sag auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe euch hat der Part gefallen mit den beiden Bosskämpfen darin. Wenn ihr wollt, schaltet gerne im nächsten wieder ein. Bis dann, habt eine wunderbare Zeit, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss!